Hallo und herzlich willkommen zu deinen Sternzeichen-Quickies, hier für die neue Woche vom Kalender 20. bis 26.09. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Denise Schericke, die Lifestyle-Architektin, Medium für spirituelle Business-Rockstars, und die Karten sind schon angemischt. Wir legen sofort los mit den ersten Sternzeichen-Quickies hier. Aber vorab, lass dir noch gesagt sein, zwei Veranstaltungshinweise von mir. Der eine ist am Montagabend, am 20.09., am Montag um 19 Uhr auf meinem Facebook-Profil live, und wir zeichnen das Video auf und sind dann später auch hier auf YouTube verfügbar, zum Mondblumentalk mit meiner lieben Kollegin Sarah Olrog, der Engelbotschafterin. Wir plaudern immer zweimal in der Woche in unserem Mondblumentalk über die Energien der Zeit, und wir haben jetzt gerade eine sehr, sehr spannende Zeit. Ich habe jetzt schon von einigen Leuten gehört, so, oh, das ist alles so wieder, also ist da was los, Denise? Oh ja, da ist was los. Und zwar haben wir einmal jetzt Vollmond in Fische, Dienstagnacht. Deswegen sind Sarah und ich Montagabend live, weil mitten in der Nacht machen wir es dann auch nicht so. Ne? Und am nächsten Montag, am 27., geht dann Merkur rückläufig wieder. Und wir sind jetzt schon in seinem Schatten unterwegs. Und diese Kombination, Halleluja, die kann was. Also von daher, ich habe heute schon zu einer lieben Freundin gesagt, also es ist die Zeit im Jahr, in der man sich sagt, wenn du kannst, bleib einfach im Bett und halte durch. Aber nein, ganz so schlimm ist nicht, wenn du weißt, was dich erwartet, welche Themen vielleicht sich zeigen werden, was hochkommen könnte und wie wir damit umgehen können. Das alles erzählen dir Sarah und ich morgen Abend, also ja, das Video ist ja jetzt Sonntag 19 Uhr, also Montag um 19 Uhr live auf unseren Facebook-Profilen. Ansonsten, nächsten Sonntag am 26. Wahlsonntag habe ich auch die Wahl getroffen, meinen nächsten Einführungsworkshop ins systemische Aufstellen anzubieten. Also wenn du sagst, ich will das unbedingt mal lernen, ich habe echt Bock auf eine neue Methode, ich weiß aber noch nicht genau, was erwartet mich eigentlich im Aufstellen, dann ist der Workshop genau der richtige für dich. Ein gemeinsamer Tag, um in diese Methode reinzuschnuppern und mal zu sagen, egal ob es um familiensystemische Aufstellungen geht, zwischenmenschliche, partnerschaftliche oder eben auch im Business-Kontext, mit der Methode kannst du alles aufstellen und mit einem Perspektivwechsel von außen auf die Sachen draufschauen, bekommst ganz, ganz andere Erkenntnisse, als wenn du nur drin steckst und immer wieder so in deiner Schleife bist und die gleichen Gedankengänge hast, aber dir fehlt einfach die Außenperspektive. Und genau das machen wir beim Aufstellen, und du kannst nach diesem Workshop schon die ersten kleineren Aufstellungen selbst durchführen. Und wenn du da Lust drauf hast, alle Links findest du ja eh hier unten drunter, auch die Links zu den Kartendecks, die ich heute benutze. Dann freue ich mich riesig, wenn du dich anmeldest. Am kommenden Sonntag, am 26.09. ist dieser Workshop. Wenn du sagst, ich will generell an diesem Workshop teilnehmen, ich kann aber am 26. nicht, dann findest du dort auch weitere Terminvorschläge. Genau. So, das alles gesagt. Wie gesagt, die Karten sind schon angemischt, aber vorab auch noch der Hinweis, wie immer, das ist ein allgemeines Reading. Das heißt, es kann sein, dass alles, was ich hier sage, Sinn für dich macht. Es kann sein, dass nichts von dem, was ich hier sage, Sinn für dich macht. Oder eben alles dazwischen, der eine magische Satz kann es auch manchmal sein oder die eine magische Karte, die dich irgendwie in deinen Bann zieht. Also nimm dir das hier raus, was für dich relevant ist, alles andere sortier einfach aus und schau auch bei deinem Aszendent und Mondzeichen vorbei, weil dann bekommst du noch mehr Details, was dich in der neuen Woche erwarten wird. Wenn du deinen Aszendent und Mondzeichen nicht kennst, dann google einfach mal, gib deine Geburtsdaten ein, auch die Uhrzeit brauchen wir da, und dann schaust du hier drei Mini-Kapitel zu deinen Sternzeichen-Quickies. Und apropos Kapitel, damit du dich nicht mühsam vor- und rücksuchen musst, wann fängt sie dann an, über mich zu sprechen, habe ich auch hier unten drunter in der Infobox sogenannte Timestamps eingefügt. Das heißt, du bekommst die Möglichkeit, einfach nach Kapiteln zu suchen und auf das jeweilige Kapitel zu klicken. Das heißt, wenn du dich für Sternzeichen Krebs interessierst, dann klickst du einfach auf Krebs. Wenn du sagst, es soll die Jungfrau sein, klickst du auf Jungfrau, Schütze, klickst auf Schütze und so weiter und so fort. Also kannst dich ganz gleich hier durch navigieren und musst nicht mühsam mit dem Schieberegler suchen, wann spricht sie über mich. Das gesagt, legen wir los, wie immer, mit unserem Wassermann für die Woche vom 20. bis 26.09.
Und wie gesagt, die Karten sind schon gemischt, deswegen mache ich das jetzt hier noch einmal schnell durch. Und dann kommen wir hier zum Wassermann mit den ersten Botschaften für dich. Ich nehme ja immer zwei Kartendecks oder gerne zwei Kartendecks am Anfang, um zu sagen, was sagt die eine, was sagt die andere in Kombination dafür. Okay, also die erste Karte, die für dich gefallen ist, lieber Wassermann, ist die Flexible-Karte, flexibel sein. Und die wird ergänzt durch unseren Erzengel Michael, der für das erste Chakra steht. Und das erste Chakra ist ja unser Wurzelchakra, also am Ende der Wirbelsäule, im Grunde genau zwischen den Beinen, was uns eben unser Fundament, unsere Sicherheit, unsere Stabilität gibt. Und das finde ich in der Kombination hier ganz, ganz spannend, weil genau das macht unsere Figur hier auch. Die hat einen sehr guten Stand, damit sie dann flexibel agieren kann. Und das sehen wir ja in Bäumen auch. Ein Baum ist verwurzelt, ganz fest, sicherer Stand. Und dann kann er mit dem Wind, mit den Gegebenheiten, mit dem Wetter, mit den Bedingungen einfach mitgehen, mit flexibel sein und sich dem anpassen, was im Außen so kommt. Aber das Fundament ist klar wie Kloßbrühe, ist absolut sicher, ist absolut fundamental. Und in der neuen Woche kann es sein, dass du entweder dazu aufgefordert bist, dich auf dein Fundament noch mal ein bisschen genauer zu konzentrieren, zu sagen, okay, Moment mal. Worum geht es denn eigentlich? Und ich muss nicht auf alles reagieren, was da oben stattfindet. Ich muss erst mal spüren, ob die Dinge überhaupt so gut, so schlimm, so dramatisch, so chaotisch, so wie auch immer sind, wenn sie an mich herangetragen werden. Und was sagt denn wirklich mein Inneres, mein Fundament, meine Stabilität dazu? Was ist denn jetzt wirklich realistisch? Ist es genauso, wie es scheint zu sein? Oder was ist eigentlich der realistische Blick auf die Dinge? Und hier kannst du dich eingeladen fühlen, in der Tat mal so ein bisschen dein Wurzelchakra zu stärken, um da noch mehr in der Sicherheit und in der Stabilität zu bleiben. Wie machst du das? Hier auf YouTube gibt es wunderbare Meditationen für das Wurzelchakra oder für unsere Chakren allgemein. Es gibt auch wunderbare Yoga-Sessions, auch hier auf YouTube, speziell auf die Chakren ausgerichtet. Also da kannst du einfach mal schauen, ja, wenn dich Meditation oder Yoga interessieren. Du kannst das auch über die Ernährung steuern, also Sachen essen, die aus der Erde kommen, Kartoffeln, Karotten, alles, was irgendwie so am Boden wächst, kannst du da wunderbar essen. Und für alle Fleischesser unter uns auch Fleisch. Holt dich runter in dein Wurzelchakra rein. Also auch da kannst du dir mein Steak gönnen. Yay. So. Generell möchte ich hier noch zu sagen, mit diesem Fundament, ich finde das ganz, ganz spannend, weil gerade so bei uns in der Coaching-Industrie wird das Fundament oft vergessen. Aber was machst du denn, wenn du irgendwas Neues kreierst, etwas Neues schaffst? Du sorgst dafür, dass die Basis stimmt, dass das Fundament stimmt. Und mit Fundament ist einmal gemeint in dir selbst. Ja, sei dir ganz klar darüber, wer du bist, was du kannst, was du willst, was du anbieten möchtest dieser Welt, wie du dich zeigen möchtest, wie du dich präsentieren möchtest, für wen du überhaupt Ansprechpartner und anziehend wirken möchtest. Das ist eine Fundamentarbeit. Und die gilt es immer zu tun, bevor du irgendwas anderes machst, weil sonst endest du mit komischen Dingen in deinem Leben, ja, so, also egal ob im beruflichen Sinne, ja, mit wem will ich eigentlich zusammenarbeiten, was passt zu mir oder eben auch im privaten Sinne, da denkst du dir, sag mal, warum treffe ich eigentlich immer so komische Menschen, seltsam, ja, also achte mal wirklich darauf, dass deine Fundamentarbeit klar ist, was will ich eigentlich wirklich, was will ich ausstrahlen, wofür stehe ich überhaupt, bevor du anfängst, mehr zu machen. Und was mir aber beim Wassermann auch immer gerne noch mit in den Kopf kommt, gerade in so einer Kartenkombination, ist, achte darauf, dich nicht zu verzetteln. So ein Wassermann ist gerne auch so, okay, eigentlich weiß ich, worum es geht, aber dann kommt von hier ein Impuls, dann ist das spannend, dann sage ich da auch noch ja, ach, na, das kriege ich doch noch unter in meinem Zeitplan, na klar, mein Tag hat ja 36 Stunden und nicht nur 24, das ist ja alles gar kein Problem. Und achte mal darauf, dass du in der ganzen Flexibilität dich nicht zu sehr stretcht für andere, sondern dich immer wieder fragst, ja, ich fühle mich ja geehrt über diese oder jene Anfrage,
aber wie sehr passt sie dann überhaupt zu meinem Fundament? Wie gut ist sie denn? Stimmig zu mir selbst? Ich gebe dir ein Beispiel. Ich kriege ja immer mal Anfragen, an irgendwelchen Büchern mitzuschreiben. Und bei manchen sage ich ja und bei manchen sage ich nein. Und neulich kam eine Anfrage für ein Buch, da ging es so um geistiges Heilen. Und da habe ich gesagt, schreibe ich nicht mit, weil ich bin am Ende immer noch Business Coach, dass meine Kunden das wissen, dass ich das kann und das nutzen, ist eine Sache, die mich sehr ehrt und die immer wieder gebucht wird. Aber ich biete das nicht offiziell an, also will ich da auch nicht in einem Buch darüber erscheinen, weil es einfach nichts ist, was für mich, Denise ist Business, so spiritueller Business Coach, die legt ihre Karten auf dein Business, die klärt deine Energiefelder businessmäßig, die stellt auf, was bei dir businessmäßig nicht läuft, laufen kann, anders laufen sollte, wo du dir selber im Weg stehst, wo du vielleicht Geldblockaden hast oder sowas. Ja, darüber schreibe ich an Büchern mit, in der Tat auch gerade an zweien. Aber der Exkurs jetzt von mir über mich zurück zu dir zu sagen, okay, achte mal drauf, welche Anfragen, wenn sie reinkommen, du wirklich annehmen solltest. Und auch hier Anfragen können im beruflichen wie auch im privaten Kontext sein, ob es darum ist, hast du Zeit, wollen wir uns treffen? Und das heißt nicht, dass die Leute, die sich mit dir treffen wollen, nicht nett sind, aber wie sehr passen sie zu deinem Weg, zu deinem Ziel, zu deinem, wo du hin willst? Wie sehr inspirieren sie dich? Wie viel Zeit solltest du Menschen erübrigen, die nett sind? Aber wenn du eh schon so wenig Zeit hast, dann, ja, so. Oder eben Anfragen annehmen, die, naja, wo du mal wieder zu gut für die Welt bist, aber vergisst, nee, ist nicht Teil meines Wirkreise. Es hat nichts mit meinem direkten Zirkusfeld zu tun. Ja, gehört zu jemand anderem. So, dann gucken wir mal hier noch rein, was wir hier noch für dich haben. Ja, entspann dich mal ein bisschen rein, lieber Wassermann. Und guck mal, dass du in einen guten Ausgleich kommst. Auch wir sehen das hier so angedeutet zwischen Yin und Yang. Ja, also Ruhe und Ruhe für dich und auch Action. Und da denke ich wieder daran, das Thema hatten wir auch schon öfter gehabt, der Wassermann tendiert halt dazu, so lange über seine Grenzen zu gehen, bis gar nichts mehr geht, bis der komplette Zusammenbruch kommt. Dann schläft er 2 Wochen, ist maulig und grummelig und ist verschwunden von dieser Welt. Nee, eigentlich schläft der Wassermann nicht 2 Wochen, einen halben Tag, ist grummelig, ist weg von der Welt und taucht dann wieder auf und geht wieder über seine Grenzen und lernt halt einfach nicht dazu. Kannst du so weitermachen? Du musst aber auch mal einsehen, dass von 6 Kelchen, die wir hier haben, 4 auch schon leer sind. Und die anderen sind halb voll, halb leer. Also achte mal mehr auf dich und deine Grenzen und dein Fundament und dann erst werde flexibel. Ja. So. Weil das energetisch jetzt so eine krasse Zeit ist, habe ich auch mein Selbstachtsamkeit-Selbstliebe-Deck mit dazu genommen. Und auch da kriegst du jetzt noch eine Karte draus. Was solltest du in der neuen Woche tun? Worum solltest du dich kümmern? Was rät dir dieses Kartendeck? Schreib mal Dinge konkret auf. Weil es ist schon ein Unterschied, ob ich mir meine Fragen geistig beantworte oder ob ich sie aufschreibe. Und welche Fragen können das sein? Natürlich sämtliche Lebensfragen. Wie geht es jetzt weiter? Oder eben bezogen auf die Karten, die wir schon hatten. Was tut mir gut? Was will ich eigentlich? Was ist Teil meines Fundaments? Erst wenn mein Fundament steht, kann ich flexibel reagieren. Aber was genau ist denn eigentlich mein Fundament? Wofür stehe ich denn eigentlich? Wofür will ich denn gesehen werden? Was sollen die Menschen mit mir verbinden, wenn sie an mich denken? Und was verbinden sie aktuell mit mir? Geht das miteinander überein oder habe ich da eine Diskrepanz? Und falls ja, dann was sind meine nächsten Schritte, um diese Diskrepanz auszugleichen und wieder mehr auf zu achten, wie die Welt auf mich schauen kann, anders als sie es jetzt vielleicht tut. Dass ich mehr ausstrahle, wie ich gesehen werden will und nicht, wie es aktuell vielleicht ist. Also diese Fragen kannst du dir durchaus mal stellen in der neuen Woche, lieber Wassermann. Dann schauen wir mal bei den Fischen, was wir für dich haben. Die Fische sind irgendwie round and round und Strategy-Karte sind irgendwie in einem Zyklus gefangen, der die nächste Schleife dreht, die nächste Schleife dreht, die nächste Schleife dreht.
Neulich hat auch irgendjemand hier unten drunter kommentiert oder mir eine E-Mail geschrieben, ich weiß gar nicht mehr, irgendein Fisch von euch hat gesagt, Mensch, den ich seit Wochen und Monaten oder seit ich dir zuschaue, sagst du immer das Gleiche bei den Fischen. Und ich so, naja. Wow und dann wow. Und es geht noch ein Kreis und noch ein Kreis und noch ein Kreis. Und vielleicht betrifft es auch gar nicht mehr alle Fische. Also der ein oder andere Fisch ist vielleicht auch mal aus dem Goldfischglas, in dem er Kreise geschwommen ist, ausgebrochen und ist schon einen Schritt weiter. Aber irgendein Fisch ist immer noch am Kreise drehen. Und beide Karten sind über Kopf gefallen. Das heißt, das sind eher Kreise, die altbekannt sind. Das ist nichts, was ein frischer Kreis ist, wo man sagt, huch, wie ist denn das jetzt schon wieder passiert? Sondern das sollte jetzt wahrscheinlich eher so ein Kreis sein wie, ach nee, echt jetzt schon wieder? Oh, das habe ich doch vor 10 Jahren schon gehabt. Das habe ich doch vor 5 Jahren auch schon gehabt. Bin ich immer noch nicht weiter? Oh Mann. Also so ein Kreis, ja, so ein alter Kreis. Und Strategiekarte über Kopf heißt auch, naja, wenn du immer mit der gleichen Strategie rangehst, musst du dich nicht wundern, wenn der Kreis wieder vorbeikommt. Heißt, ganz klar gesprochen, du musst, wenn du aus diesem Kreis ausbrechen möchtest, die Strategie ändern. Also auch hier, ähnlich wie beim Wassermann, da kam ja die Journal-Karte. Setz dich doch mal hin und schreib doch mal auf, okay, was für ein Kreis, in dem ich irgendwie gefangen bin, ist es? Um was für ein Kreislauf geht es eigentlich? Ist es was Partnerschaftliches? Die Namen ändern sich, die sehen auch alle ein bisschen anders aus, aber von der Sache her ist es eigentlich die nächste Schlaufe, die nächste Schlaufe, die nächste Schlaufe. Bin ich partnerschaftlich in Schlaufen drin? Oder ist es beruflich, dass du sagst, okay, ich habe zwar den Arbeitgeber gewechselt, schon wieder, schon wieder, schon wieder, aber eigentlich bin ich immer mit den gleichen Sachen konfrontiert, ob bei dem Arbeitgeber oder bei dem, oder du bist selbstständig und da ist so eine Schlaufe von, weiß ich nicht, das Geld kommt rein, das Geld geht raus, das Geld kommt rein, das Geld geht raus, aber bleibt irgendwie nichts übrig? Oder ist es eine Schlaufe von Kunden, die sagen oder Interessenten, die sagen, ah ja, okay, ja, ich überlege es mir nochmal, dann hörst du sie nicht mehr. Was für eine Schlaufe ist es bei dir? Ja, kann auch eine familiäre Schlaufe sein. Deine Mama ist immer gemein zu dir und du wunderst dich, auch wenn es das 100. Mal passiert, warum ist sie denn jetzt schon wieder gemein? Ja, also so. Heißt, schreib mal auf, welche Schlaufe, welches Muster ist es, in dem du gerade drin steckst? Und analysiere das mal ganz rational. Was war meine bisherige Strategie, wie ich mit dieser Geschichte umgegangen bin? Schreib das mal auf. Und dann ziehst du einen Strich unter der ganzen Geschichte und sagst, so, wie würden denn andere Menschen mit dieser Situation umgehen? Was würden denn andere machen? Vielleicht kennst du Menschen, die dieses Thema, das du hast, nicht haben. Überleg doch mal, wer könnte das sein und was machen die anders, deiner Meinung nach? Weil es ist meistens leichter, sich zu überlegen, was machen denn die anderen anders, als zu sagen, was könnte ich denn anders machen? Und dann kannst du ja gucken, ob die Erkenntnisse, die du hast, ob du die adaptieren kannst für dich und deinen Weg, für dich selbst. Oder ob du sie nochmal ein bisschen anpassen musst, damit sie stimmiger für dich selbst dann sind. Ja? Aber es ist an der Zeit, dieses Muster. Und wie gesagt, das ist nichts Neues. Es ist irgendwas, was schon seit Ewigkeiten immer mal wieder vorbeikommt und du dir denken könntest, echt jetzt? Schon wieder? Oh, was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Naja, das Gleiche, was du immer gemacht hast. Deswegen steckst du ja schon wieder drin. Also Strategieänderung, also gerade für dich könnte auch in der Tat am Samstag der Workshop, am Sonntag der Workshop Einführung ins systemische Aufstellen interessant sein. Es sind noch freie Plätze da. Link hier unten drunter. Vielleicht hast du Lust drauf. Sonntag um 9 geht's los. Den ganzen Tag Einführung ins systemische Aufstellen. Da könntest du sehr viel mehr neue Klarheit gewinnen, liebe Fische. So, aber schauen wir mal rein, was wir noch für dich haben. Ja, The Fool. Zeit für Neustart, Zeit für Dinge neu und anders machen. Das bestätigt eigentlich im Grunde nochmal genau das, was ich gerade gesagt habe. Leichtfüßig, spielerisch, nimm die Schwere aus der Geschichte, weil ich meine, wir kennen die universellen Gesetze, richtig? Alles, was schwer ist, wird schwerer, alles, was leicht ist, geht leichter. Das heißt nicht, dass das, was leicht geht, leichte Themen sind, die man leicht mal so aus dem Handgelenk schüttelt. Die Frage ist aber die innere Einstellung, die ich zur Lösungsbereitschaft habe. Und guck doch mal, wie du da vielleicht auch mit neuen Augen, vielleicht mit kindlichen Augen, mit einem Perspektivwechsel, Aufstellungsarbeiter sind wir wieder,
auf die Sachen schauen kannst, ja. Generell auch für dich zum Abschluss noch eine Achtsamkeitskarte, liebe Fische. Zwei Achtsamkeitskarten, was solltest du in der neuen Woche tun? Auf der einen Seite halt mal inne, trink ein Teechen. Und was ich hier ganz spannend finde, ist, dass das mit der Kanne so ein bisschen japanisch anmutet. Und die Japaner haben ja so eine ganz spezielle Teezeremonie. Da ist ja alles voller Bedacht. Das ist ja nicht so wie bei uns. Wasser anmachen, Teebeutel rein, aufgegossen, fertig. Sondern das ist ja wirklich eine Zeremonie. Und das ist das, wo ich dich gerne darauf hinweisen möchte, liebe Fische. Es geht nicht darum, trink mal Tee statt Kaffee, sondern es geht darum, mach ein Zeremoniell draus für kleine Auszeiten auch im Alltag für dich, dass du ganz bewusst dich hinsetzt, so wie sie da, und dir Zeit nimmst, diese Tasse Tee zu trinken, zu genießen, zu schmecken, zu spüren, wahrzunehmen, wie dein Körper vielleicht auch warm wird dadurch. Ja, und es geht weniger um den Tee an sich, sondern mehr um dieses Zeremoniell dahinter. Natürlich auch den Tee vielleicht mit bestimmten Kräutern anreichern, damit da noch eine spezielle Wirkung bei rauskommt, kann natürlich auch helfen. Und für die Fische auch, verbinde dich mit deiner Gebärmutter oder generell mit deinen Geschlechtsorganen. Also da sind wir auch wieder beim Thema Chakrenarbeit. Ja, also guck mal vielleicht auch hier auf YouTube, ob du eine schöne Chakrenmeditation findest, die du machen möchtest, dich vielleicht auch mit deiner Weiblichkeit verbinden möchtest. Und auch wenn du ein Mann bist, der zuschaut, auch ihr habt eine weibliche Seite. Geh mal mehr ins Urweibliche rein, ins Weiche, ins Leichte, ins Spielerische, ins zart sein mit dir selbst. Also gerade eben auch, wenn du jetzt gerade in irgendeinem Musterkreislauf feststeckst oder er im Laufe der Woche auftauchen sollte, dann nicht so hart zu dir zu sein, sondern zu sagen, okay, wie kann ich gut für mich sorgen? Wie kann ich gut Mutter für mich selbst sein? Ja. Und ja, auch für diejenigen unter euch, die vielleicht schwanger werden möchten, auch hier verbinde dich mal mit deinen Geschlechtsorganen und geh da mal in die Kommunikation, dass du auch hier eine Tür aufmachen kannst, ja. Und für alle, die nicht schwanger werden wollen, ignoriere diese Karte. So. Dann, als nächstes schauen wir beim Widder. Der Widder hat eine Karte, die er schon mal hatte, und zwar Regeneration haben wir hier für dich, kombiniert mit The Thinking Man. Und genau in dieser Kombi würde ich sagen, der Widder ist dabei, neue Kraft zu schöpfen. Vielleicht auch, indem der Widder in der Natur unterwegs ist oder die Aufforderung, mal mehr in die Natur zu gehen. Und witzigerweise habe ich die Karte so noch nie gedeutet, aber ich habe echt das Gefühl, du solltest mal was lesen. Du solltest mal wieder irgendwas lesen, was dich eintauchen lässt in eine andere Welt, idealerweise sogar in eine andere zeitliche Epoche. Also ich weiß nicht, ob du dir mal einen Shakespeare vornehmen willst, einen Goethe, einen Schiller oder einen historischen Roman, der zwar im Heute geschrieben ist, aber in einer anderen Zeitepoche spielt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass in irgendetwas, was du liest in der neuen Woche, ein Schatz für dich verborgen ist. Entweder weil es eine Geschichte ist, die dich fesselt und wo du ein Vorbild findest in der Handlung selbst oder in den Figuren, oder weil es irgendein Zitat ist, dass du stolperst, irgendwas Altes. Jetzt denke ich auch gerade an Osho. Ich lese immer Osho. Wenn irgendwas ist, wird Osho gelesen. Ja, der ist jetzt nicht mega alt, sieht aber mega alt aus. Also ja, hol dir mal Inspiration aus Texten, weil da irgendein Erkenntnisschatz drin ist, der dich in deine nächste Stufe reinbringen kann, in deine nächste Ausdehnung bringen kann. Ja, und solange du dich innerlich klein hältst, was passiert denn? Dehnen sich andere Sachen aus, vielleicht halt auch sogar dein Körper. Ja, aber wenn du in die absolute Ausdehnung gehst, dich groß machst, dann brauchen es andere Dinge in deinem Leben nicht mehr tun für dich, ja, so. Und geh mal, also ist jetzt ziemlich speziell, vielleicht auch wirklich nicht für jeden Widder, der hier zuschaut, aber geh mal wirklich so deine Bibliothek zu Hause durch, oder wenn du auch bei Freunden zu Besuch bist, schau mal bei denen, ob es irgendein Buch gibt, was deinen Blick fängt.
wo du sagst, da schaue ich mal rein. Und wie gesagt, das kann ein Buch sein, was du schon mal gelesen hast vor Jahren. Das kann was sein, was du noch nie gelesen hast. Das kann was sein, was du geschenkt gekriegt hast und nie vorhattest zu lesen. Oder irgendwas aus der Schulzeit, keine Ahnung, ja. Aber guck mal, dass es was mit einer anderen Epoche zu tun hat. Das ist, wir nehmen das einfach mal so, wie es ist. Wie gesagt, keine Ahnung, muss schon wissen. Der Widder, der gemeint ist, wird schon wissen, wer gemeint ist. Und wir haben hier drei der Kelche. Es geht auch für dich um Verbundenheit. Vielleicht solltest du mal eine Love Story lesen. Ich glaube, das könnte dir gut tun. Eine Love Story aus einer früheren Epoche. Und jetzt denke ich gerade an, an Mr. Darcy. Mr. Darcy. Vielleicht könntest du da mal reinschauen. So. Aber Regeneration passt ja auch, die Regenerationskarte. Also vielleicht geht es ja auch um eine Heilung von einer alten Partnerschaft, die noch ausgeheilt werden darf. Oder ich glaube, es geht gar nicht um die Partnerschaft an sich, aber es geht um ein Thema, was dahinter steckt, was angeschaut werden darf. Und das haben wir beim Widder ja auch schon öfter gehabt, dass der Widder gerne tut, aber an der Oberfläche kratzt. Und wenn du wirklich mal in die Tiefe abtauchen würdest, dann würdest du sehen, was alles an deinem Thema beteiligt ist, was da alles mit reinspielt. Und da gilt es jetzt mal hinzuschauen. Gar nicht das Thema an sich, das ist nur der Türöffner, um weiterzukommen, sondern was ist es eigentlich, was dahinter steckt. Ja. So, was tut dir gut in der neuen Woche, lieber Widder? Singen, genau. Schließ dich im Bad ein, geh in die Dusche, ins Auto singen, Karaoke-Bars, was auch immer, singen, singen, singen. Und guck doch mal, ob vielleicht auch dieses Singen, dass du dir Lieder raussuchst, die eben auch zu deiner Gemütslage passen oder eben Lieder raussuchst, die zu diesem Thema Regeneration, vielleicht auch Lieder von früher, die du mal gehört hast, so aus deiner Jugend oder Lieder, die dich berührt haben in deinem Leben schon. Jeder von uns hat ja irgendwie so ein heartbroken Song. Guck mal, dass du irgendwas singst, was jetzt nicht aktuelle Charts sind, sondern irgendwas, wo du wirklich Bezug zu hast, zu früheren Situationen in deinem Leben. So, für den Stier, da sind wir hier, der Stier hat auf der einen Seite hier Loyal Heart und auf der anderen Seite die Geduldskarte über Kopf. Und also es kann sein, dass dir so ein bisschen der Geduldsfaden reißt, lieber Stier. Es kann auch sein, dass jemand anderem mit dir der Geduldsfaden reißt und irgendwie, wenn ich es mich sagen höre, habe ich fast das Gefühl, dass du jemand anderem gerade ziemlich das Leben schwer machst. Und da ist dann natürlich die Loyalität, aber eben auch das Vertrauen gefragt, miteinander weiterzugehen, aneinander dran zu bleiben. Vielleicht machst du dir auch selber das Leben schwer. Ja? Also vielleicht bist du auch dabei, dir selber gerade so ein bisschen auf die Nerven zu gehen. Kann auch sein. Aber guck mal wirklich, dass du, wie gesagt, also drei Möglichkeiten. Entweder jemand geht dir auf die Nerven, du gehst jemandem tierisch auf die Nerven oder du gehst dir selbst auf die Nerven. Vielleicht auch alles drei zusammen, ja. Aber nichtsdestotrotz, mit Loyal Heart heißt eben auch, bleib dran. Vertrau auf den Prozess, vertrau auf den Weg. Trigger-Alarm ist immer vorprogrammiert, wenn man dabei ist, sich weiterzuentwickeln. Also nimm es einfach so hin, wie es ist, aber geh auch drüber hinaus. Hinnehmen ist das eine, dieses Annehmen, damit man erstmal überhaupt weitergehen kann und in so eine neue Klarheit kommt. Aber es geht auch darum, sich daraus zu entwickeln, weil ich sehe dich gerade so wie vor meinem inneren Auge wie so ein beleidigtes Kind da sitzen und sagt, das ist voll doof, so war das nicht geplant, das gefällt mir gar nicht, das sollte alles ganz anders laufen. Aber was wäre, wenn das nur der Hinweis ist, dass du im Prozess steckst? Und jetzt nehmen wir mal so einen Geburtsvorgang. Ich kann mich jetzt nicht so gut an meine eigene Geburt erinnern, aber ich kann mir gut vorstellen, dass je nachdem, wie lange so eine Geburt dauert, dass sowohl die Mutter als auch das Kind irgendwann im Laufe des Prozesses mal sagen, ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich gehe jetzt wieder nach Hause.
Das Kind will zurück in den Bauch krabbeln, weil es sagt, das ist ja voll doof hier, dieser Weg, das ist ja eng und dunkel und da und ich will das nicht und drücken tut es auch überall. Und dass die Mutter auch irgendwann sagt, so, ich habe keine Kraft mehr, ich will nicht mehr, was jetzt, ich gehe heim. Was natürlich nicht passiert, dieses Kind flutscht da irgendwann raus und die Mama hält auch durch. Aber genau dieses Bild habe ich gerade vor Kopf. Dass wer auch immer hier gerade mit wem grummelig ist, der eine ist Mama, der andere ist Kind oder der eine ist Lehrer, der andere ist Schüler, der eine ist Chef, der andere ist Mitarbeiter, das eine ist der Partner, das andere ist Partnerin, ja. Egal in welcher Konstellation hier was aufploppt für dich in der neuen Woche, aber letztendlich wisse, wir gehören zusammen, wir bleiben zusammen, wir machen das Ding jetzt hier weiter, wir gehen durch dick und dünn und vielleicht brauchst du einfach ein bisschen mehr Geduld mit mir, mit der anderen Person, von der anderen Person für mich. Aber vertrau darauf, dass du, so wie du unterwegs bist, dass das schon stimmt und passig ist und gut ist. Ja? Dass es jetzt nicht, also schmeiß nicht hin. Was immer es ist, wo du sagst, ich will jetzt, ach, du kotzt mich jetzt alles an, schmeiß nicht hin. Grummel drüber. Schlag in den Sandsack und dann weiter geht's, ja? Ist das geil. Wir haben die Königin und den König der Stäbe. Also im Grunde die gleiche Karte nochmal. Was immer da los ist, ob der Lehrer mit dem Schüler grummelt oder der Schüler mit dem Lehrer grummelt, wie komme ich darauf? Die männliche Karte, der König fiel über Kopf. Deswegen glaube ich eher, dass es um so ein Hierarchien-Ding geht und jetzt nicht um partnerschaftliches auf einer Ebene, geht weiter, bleibt dran. Kotzt euch aus und macht weiter. Wird. Ist gut so. Ist Prozess. Ja. Was tut dir gut in der neuen Woche, lieber Stier? Guck mal, dass du was mit den Händen machst, dass vielleicht auch dein Verstand dadurch ausgeschaltet wird. Ne? Wir sehen sie jetzt hier beim Töpfern. Ich kenne das vom Mandala-Malen, dass wenn mein Kopf sehr, sehr laut ist, dann male ich ein Mandala aus, weil ich dann so konzentriert bin auf das, was ich da male und nicht über den Rand male und mit welcher Farbe mache ich denn was, dass ich diese ganzen, einfach mal zur Ruhe bringen kann. Gleiches kenne ich auch vom Puzzeln oder Häkeln, Stricken, also weiß ich nicht, eine Wand streichen, basteln, ja, guck mal, was Gärtnern, ja, was du vielleicht mit den Händen machen kannst, damit der Kopf mal abgelenkt ist und deine Augen den Händen beim Arbeiten zuschauen können. Das wäre der Hinweis für dich, für die neue Woche, lieber Stier. So, für unsere Zwillinge haben wir, hier, wow, Higher Power und Angel of Balance. Und die Zwillinge, also ich habe ja gesagt, ne, eingangs in der kurzen Vorankündigung, wir sind ja gerade energetisch so, in einer intensiveren Phase. Ne? Vollmond in Fische, ab Dienstagnacht, schon im Schatten von Merkur rückläufig. Viel Spaß. Also wenn du das Gefühl hast, durchdrehen zu müssen, alles richtig gemacht, bist energetisch gut unterwegs. Aber ich glaube, speziell für die Zwillinge wird es nicht so schlimm werden, weil wir genau diese Kartenkombination haben. Wahrscheinlich wirst du sehen, und das bestätigt so ein bisschen auch das Reading von letzter Woche, wenn du dich erinnerst, lieber Zwilling, oder vom Monatsreading für den Zwilling, für den Monat September, wenn alles um dich herum gerade den Kopf verliert und am Durchdrehen ist. Es ist deine Aufgabe, in der Balance zu bleiben, in der Ruhe zu bleiben, dich mit dir, deinem Geist, deiner Spiritualität zu verbinden, vielleicht auch viel zu meditieren in der neuen Woche, damit du der Ruhepol für andere sein kannst. Damit die bei dir ein offenes Ohr finden, damit sie bei dir in die Ruhe finden. Und das sehe ich ja zum Beispiel, ich bin ja Zwilling in meinem Flamingo-Club immer, gerade jetzt in den letzten Wochen, dass wir so viele Gespräche haben über und dann danach ist wieder, und wo ich sage, es ist so cool, die Möglichkeit zu haben, der Ruhepol zu sein, wenn alle anderen gerade am Durchdrehen sind. Also achte darauf, dass du dich nicht anstecken lässt von den Energien anderer vielleicht, sondern dass du dich immer wieder dazu zurückbesinnst. Moment mal,
Ich bin sozusagen der Lichtbringer für die anderen. Ich gehe vorweg und ich habe den Auftrag, nicht nur die Aufgabe, sondern wirklich den Auftrag, dafür zu sorgen, dass ich in meiner Ruhe und in meiner Balance bleibe, dass die anderen auch wieder runterfahren, runterkochen und in ihre Ruhe kommen können, dass sie mehr bei sich ankommen können. Ja, und was haben wir hier? Ja, die 8 der Münzen über Kopf kam die raus. Also auch hier, lieber Zwilling, genau das, was ich gerade gesagt habe. Guck mal, dass du in der neuen Woche von deiner To-Do-Liste so ein bisschen Abstand hältst. Die Sachen, die du machst, machst du fokussiert, dass du vielleicht dabei auch dein Handy ausstellst, wirklich dranbleibst, dass du die Sachen schneller erledigt bekommst, als wenn Ablenkungen von außen kommen, damit du dann wiederum genau Zeit hast für diese Ablenkungen, dass du dann genau da sein kannst, wenn jemand dich braucht und nicht sagst, nee, Moment, ich bin noch nicht fertig, nee, später, sondern ja, sei zieht deine Sachen durch, guck, dass du gar nicht mehr so viele neue Sachen annimmst für die neue Woche, dass du dann ansprechbar bist für diejenigen, die zu dir kommen. Was tut dir gut in der neuen Woche, lieber Zwilling? Das ist jetzt nicht wahr. Habe ich nicht gesagt? Guck, dass du viel meditierst, damit du diese Ruhe aufbaust, die anderen von dir brauchen werden. Ist das geil. Ich bin begeistert. So. Für alle, die Lust auf den Flamingo-Club haben, gesagt, alle Links findest du hier unten drunter. Ich freue mich, wenn du auch Teil meiner Flamingo-Community wirst. Genau. Ist der Hammer. Puh, so, nach dem Zwilling schauen wir beim Krebs. Und für den Krebs haben wir die Karte Yin und Door to Spirit. Und beide Karten sind über Kopf gekommen. Ja, und wie gesagt, ich halte sie ja nur so, dass du sie besser sehen kannst. Also Yin und Door to Spirit. Und dadurch, dass die beiden über Kopf gefallen sind, würde ich sagen, du bist auf der Suche nach etwas, das, was du längst schon erreicht hast. Du suchst dieses, diese Ruhe, diese Stille, dieses, wann bin ich denn jetzt erleuchtet? Wann kommt denn das große Aha? Und lieber Krebs, übersiehst dabei offensichtlich, dass es schon da ist, dass du die Schritte gegangen bist, die wichtig waren zu gehen und dass du längst angekommen bist, aber du bist so ans Suchen gewöhnt oder an die Sucht nach neuen Ahas, dass du jetzt schwer davon loslassen kannst, weil dir der Weg vielleicht auch so gut gefallen hat. Und ja, was mache ich denn, wenn ich jetzt damit fertig bin? Was mache ich denn dann? Das ist ja auch doof. Was denn? Und dann und jetzt? Also versuchst du, dich weiter beschäftigt zu halten mit Ahas und Erkenntnissen und der, nehmen wir es mal, Erleuchtung oder von eine Eingebung oder was, aber du hast schon alle Eingebungen, du hast schon alle Erleuchtungen und die darfst du jetzt mal gewinnbringend nutzen. Da gibt es nichts mehr zu tun. Mehr zu sein und das zu nutzen, um dann anderen vielleicht auch den Weg dahin zu ermöglichen und zu sagen, Mensch, wie habe ich denn das eigentlich gemacht? Und woran erkenne ich denn, dass ich da schon volle Kanne angekommen bin? Weil irgendwie scheine ich das ja übersehen zu haben. Woran erkenne ich denn das? Ja, wir haben die 10 der Schwerter über Kopf und 3 der Kelche. Ja, 3 der Stäbe. Ja. Die Schritte deines Weges sind gegangen. Du brauchst nicht länger darauf zu warten und zu hoffen, dass was Neues anbricht. Du bist da. Es ist da. Es ist alles, ja, ich mach mal so und sieht nicht so gruselig aus. Es ist alles da und du bist den Weg und die Schritte gegangen. Und jetzt ist es an der Zeit, das abzuschließen, damit ein ganz neuer Weg gegangen werden kann, um dann wieder was ganz Neues zu machen. Das heißt nicht, dass du jetzt, sag ich mal, vom Gärtner auf einmal zum Maurer werden sollst. Das meine ich jetzt nicht. Ja, sondern ich meine, dass die Erkenntnisse, nach denen du gesucht hast oder das, was du dir eben gewünscht hast, wie gesagt, das ist jetzt da und jetzt geht es darum, die nächste Dimension, den nächsten Schritt zu erreichen und nicht länger darauf rumzueiern, was du gesucht hast, weil du hast es gefunden. Ich hoffe, das macht Sinn. Ich habe das Gefühl, ich rede gerade so ein bisschen komisch. Schreib mir gerne in die Kommentare, falls es keinen Sinn machen sollte. Das ist eine Botschaft für dich, lieber Krebs. Und was haben wir für dich noch als Hinweis?
was dir in der neuen Woche gut tun könnte. Ein Verbrennungsritual. Passt ja auch zum Vollmond jetzt, Dienstagnacht. Also wie gesagt, lausch mal meiner Freundin Sarah Euruk und mir am Montagabend 19 Uhr auf Facebook. Später ist das Video auch hier auf YouTube verfügbar zum Thema Vollmond, was da jetzt ansteht. Aber auch immer ein guter Moment, um Sachen aufzuschreiben und zu verbrennen, die man loslassen möchte. Und vielleicht ja, passt ja auch das, was ich hier gesagt habe, genau dazu, dass in dein Verbrennungsritual mit einzubasteln, indem du sagst, okay, ich lasse jetzt los von meiner Suche, meinen Zweifeln, meiner was auch immer, noch nicht genug zu sein oder noch nicht angekommen genug zu sein, noch nicht schlau genug zu sein, noch nicht groß genug zu sein, noch nicht was auch immer genug zu sein und dann zu sagen, ich bin fertig, ich bin, Satz beendet, ja. Das wäre, glaube ich, mal eine ganz gute Geschichte für dich, für die neue Woche. So, was haben wir für den Löwen? Der Löwe hat Serendipity, also der glückliche Zufall, über Kopf und Broken Heart. Und irgendwie scheint es so, als wenn der Löwe sein Vertrauen in den Weg verloren hat oder das Vertrauen verloren hat in, alle reden immer von Zeichen, aber wo ist denn eins für mich? Gibt es auch welche für mich? Und ja, lieber Löwe, garantiert, da gibt es ganz, ganz viele Zeichen. Aber manchmal müssen wir sie erst wieder einladen. Manchmal reicht es nicht aus, nur zu gucken, wo sind sie denn, sondern manchmal ist es ganz, ganz clever, auch mal zu sagen, woran auch immer du glaubst, ob es Gott ist, das Universum, Erzengel, dein Schutzengel, verstorbene Ahnen, mit denen du vielleicht eine enge Verbindung hattest, ein Haustier, kann auch ein verstorbenes Haustier aus deiner Kindheit sein, ja, dass du mal ganz klar an jemanden, woran du glaubst, den Wunsch äußerst, zu sagen, schick mir doch mal ein Zeichen zum Thema X oder die Antwort auf meine Frage. Und wenn du es raus hast aus dir, gedanklich, oder du hast es vielleicht sogar ausgesprochen, dann bist du anders fokussiert auf das Erkennen dieser Zeichen, die dir genau das beantworten. Und dann auf einmal ist der glückliche Zufall wieder an deiner Seite. Aber du hast ihn halt auch eingeladen. Und das hat eine andere Energie. Das ist dann wieder mehr die Yang-Energie des Machens, des Tuns. Und dann kommen auch die neuen Erkenntnisse wieder. Und dann brauchst du auch nicht mehr traurig sein oder auch so ein bisschen grummelig mit dir selbst sein, sondern kannst einfach sagen, okay, gut, dann probiere ich das jetzt mal aus. Und dann bin ich mal mit offenen Augen unterwegs. Ne, was ist dann jetzt das nächste Zeichen? Und dann folgt dem aber auch. Also das eine ist ja dann, das Zeichen auch zu sehen und zu erkennen und zu sagen, oh, das ist schon eine gute Idee. Aber sie dann halt auch umsetzen. Ne? Also das hilft dann auch. Ja. So, was haben wir denn noch unterstützend hier für dich an Botschaft? Ja. Genau. Ja, irgendwie hast du das Gefühl, dass alle anderen an dir vorbeiziehen und du bist so ein bisschen so, na, die sind schon und ich bin noch und das ist, oh. Ja, und vergiss darüber, dass jeder seine eigene Schlacht schlägt und jeder sein eigenes Tempo hat, seinen eigenen Weg geht. Und versuch dich nicht zu vergleichen mit dem, was andere machen und schaffen, aber schau sehr wohl hin, was die vielleicht anders machen, damit du dich davon inspirieren lassen kannst. Auch das hat dann wieder eine andere Energie, weißt du? Dieses Vergleichen von, wo sind die anderen, wo bin ich, das ist ja alles so doof, ja, das bringt ja auch nichts. Aber zu gucken, wie haben die das geschafft, da anzukommen? Was haben die anders gemacht als ich? Vielleicht kann ich die ja sogar mal fragen. Da sind wir wieder beim Thema, frag doch Leute, die noch leben. Vielleicht auch nochmal klarer fürs Zeichen kriegen. Damit du noch mehr Erfahrungen sammeln kannst. Das sind ja hier alles Erfahrungen. Guck mal, du hast schon so viele. Und gerade beim Tarot, das ist hier die 9 der Stäbe. Wir wollen zur 10. Das heißt, du bist schon fast da. Aber kurz vorm Ende ruckelt es halt nochmal ordentlich. Und die ganzen Zweifel, wann kommen die dann auf? Kurz vor Ende. Die kommen nicht am Anfang auf. Die kommen kurz vor Ende auf. Und dieses so, oh, jetzt bin ich schon so viel und jetzt habe ich schon so lange und ich bin schon so weit und hat schon so viel Geld gekostet und ist alles schon so, oh. Ja, wann kommt denn das? Kurz vorm Durchbruch. Da sind wir wieder beim Thema Geburt
Bei welchem Sternzeichen habe ich das gerade gesagt? Was man wieder gerade? Ich weiß gar nicht. Bei irgendeinem habe ich das gerade schon mal gesagt. Dieses, weißt du, wenn Kind und Mama mitten im Geburtsvorgang sind, irgendwann haben die beide keinen Bock mehr drauf. Irgendwann sagen beide, ich will nicht mehr. Das hat mir keiner gesagt, dass das so doof ist. Was machen die denn? Die gehen trotzdem weiter. Die geben nicht auf. Die gehen trotzdem weiter. Und bei dem einen ist das Kind nach 20 Minuten da, bei dem anderen nach 20 Stunden, beim nächsten dauert es noch länger. Vergleich doch nicht. Es dauert halt so lange, wie es dauert. Die Frage ist halt, bleibe ich dran oder schmeiße ich hin? Wenn sie den Stab jetzt hinschmeißt, dann was passiert dann mit all den anderen Stäben? Die stehen dann da zwar noch, aber ungenutzt. Naja, kann ja auch keiner wollen. Ist ja nicht so, dass du auf deinem Weg dümmer geworden bist. Aber nutz doch die Sachen, die du hast. Und irgendwann wird sie den nächsten Stab da reinstecken und sagen, hey, noch eine Erfahrung. Yay. Und dann geht's halt mit absolutem Jubel auf den Triumphzug deines Lebens. Aber halt in deinem Tempo. Aber jetzt aufzugeben und zu sagen, ja, also kann man machen, aber auch nicht so zielführend. So, was tut dir gut in der neuen Woche? Positive Affirmationen. Schau mal auf meinen Instagram-Account, da sind ja dann ab Montagmorgen spätestens die neuen Sternzeichen-Affirmationen für die neuen Wochen, also auch der Satz, der dich stärkt auf deinem Weg in der neuen Woche, aber guck auch gerne mal jetzt für die vergangene Woche, was da der Satz war. Oder find deine eigenen Sätze wichtig. Bei Affirmationen ist immer nur, achte darauf, dass du sie auch glauben kannst. Wenn du sagst, ich bin die absolute Überfliegerin, yay, tschakka, wie geil, und du denkst dir gerade so, ich fühle mich gerade nicht so überflogen, überfliegerisch, naja, dann ist auch schwer dran zu bleiben und das zu glauben. Also nimm dir mal Affirmationen, die du auch gut glauben kannst, die dir helfen. Und wenn die große Affirmation es noch nicht ist, dann wandel sie so ein bisschen ab, hin auf ein Level, das du derzeit gut glauben kannst. Ja? Okay. Lieber Löwe, bleib dran. Ist nicht mehr weit. Glaub's mir, ist nicht mehr weit. Passt schon. Glaub an dich. So. Für die Jungfrau. Was haben wir für die Jungfrau? Hoppala, in der neuen Woche. Die neue, oh, ist das schön, die Jungfrau hat einmal Mending über Kopf und einmal Door to Personal Healing and Happiness. Also die Jungfrau darf mal schauen, dass sie so ein bisschen Zeit für sich einplant, so ein bisschen auf sich selbst Acht gibt. Auch auf das Wohlergehen anderer, weil wir haben die Karte Mending über Kopf, ne? Also auch achte darauf, dass es anderen Menschen in deiner Umgebung gut geht. Aber gerade auch so dieses, schau mal, das ist ja hier so wie Schlaraffenland, ja, Door to Personal Healing and Happiness, also, dass du auf deinem Weg eigentlich genau da bist, wo du hin wolltest, dass du vielleicht dein Glückgrad selber gar nicht so glauben kannst, weil es einfach sehr, sehr schön ist, aber wisse auch, es ist ein Mending, ein kontinuierlicher Prozess, der nicht stoppt, sondern dieses sich weiterentwickeln, weiterzugehen, geistig, körperlich, spirituell, erfahrungsschatzmäßig, ja, also es ist ein Prozess und dieser Prozess ist halt eine dauerwährende Arbeit. Die muss nicht hart sein, die muss nicht schwer sein, aber dieses Dranbleiben, das ist es, diese Aufmerksamkeit auf die Sache legen, die Liebe zum Detail weiter beizubehalten, also das ist ganz, ganz wichtig, denn weiß ich nicht, blödes Beispiel. Sagen wir mal im Frühjahr, wir machen irgendwie alle Frühjahrsputz und die Bude ist einmal sauber, dann wäre praktisch dieses Mending über Kopf der Hinweis von so und jetzt bleib da dran, jetzt nimm dir noch eine kleine Ecke vor und hier noch was und da noch was, also bleib dran, mach's weiter. Sag nicht nur, es ist ja einmal gemacht, jetzt habe ich erstmal ein Jahr Ruhe, sondern diese kleinen Schritte zum Glück, die Aufmerksamkeiten, das weiter beizubehalten, für dich, aber eben auch für die Menschen in deiner Umgebung, das ist praktisch so deine Tür, dein Türöffner, dein Door-Opener, zu deiner absoluten Erfüllung. Dranbleiben, achtsam sein mit dir und mit den anderen Menschen in deiner Umgebung. Was haben wir noch für die Jungfrau? The Emperor, also ja, angekommen da, wo du hin wolltest. That's it.
dass du warst noch nie so klar wie jetzt. Und wow, das ist natürlich eine mega Aussage, eine mega Erkenntnis. Du warst noch nie so klar wie jetzt. Du warst noch nie so sehr da bei der Erfüllung deiner Träume und Wünsche wie jetzt. Also das ist schon heißer Shit, ey. So, was tut der Jungfrau gut in der neuen Woche? Spend time with friends. Also achte mal darauf, alles möglich zu machen, Zeit mit lieben Menschen zu verbringen, vielleicht auch in den Kontakt zu gehen mit Menschen, mit denen du weniger Zeit in der letzten Zeit verbracht hattest, um dann nochmal hinzuschauen, zu sagen, hey, wo habe ich vielleicht auch gerade so ein bisschen vernachlässigt? Wo habe ich vielleicht auch lange nicht zum Telefonhörer gegriffen oder war lange nicht persönlich verfügbar? Also guck mal, dass du deine Zeit gut einplanst mit Menschen, die dir sehr, sehr nahe stehen, aber die du jetzt vielleicht auch in der letzten Zeit nicht so viel gesehen hast. Ja, also Menschen, die dir gut tun. Ne? Also was haben wir denn hier? Die essen zusammen, die trinken zusammen, die legen Karten. Ich habe mir die Karte noch nie so genau angeschaut. Die schreiben was zusammen, die quatschen. Die haben Muffins und Obst. Muffins und Obst, das ist ja auch eine geile Kombi. Die trinken Tee und gehen halt auch so, weißt du, diese Beständigkeit, egal wie sehr die Welt sich wandelt, aber die Beständigkeit von bestimmten Leuten, die immer an deiner Seite sind. Kann auch deine Familie sein, auch wenn sie ist, spend time with friends, aber wenn du deiner Familie sehr nahe bist, also auch da die Einladung vielleicht mal ein bisschen Zeit miteinander zu verbringen. Menschen, die seit Jahr und Tag an deiner Seite sind, um die geht es hier, ja? Kontakt mehr mit der alten Gang wieder aufzunehmen. Okay, liebe Jungfrau, geile Woche. Viel Spaß dabei. Und dann schauen wir jetzt zur Waage. Die Waage hat The World, die Weltkarte und All That Glitters. Und da haben wir den Hinweis für dich, liebe Waage, ist ja, also die Welt liegt dir zu Füßen. Im Grunde ist es, ne, wir sehen ja praktisch die Person hier schauend auf die Welt. Und es ist Zeit für einen Change, für einen Wechsel in deiner Welt. Also diese Sehnsucht von, ich bin hier und ich will nach da. Ich weiß noch nicht, was mich da erwartet, aber hier ist nicht mehr so rund, hier ist nicht mehr so stimmig. Da ist irgendwie, ich glaube, da ist was los. Da will ich mal hin. Aber All That Glitters, dieses Sehnen nach, hier ist nicht mehr stimmig, da will ich hin, da ist vielleicht das Gras viel grüner, da ist vielleicht alles viel leuchtender, da ist vielleicht alles viel schöner. Da nochmal hinzuschauen, ob das, was da am anderen Ende so sehr glänzt, wirklich auch verspricht, was da so sparkly ausschaut oder ob es mehr Schein als Sein ist. Und auch nochmal zu schauen, was ist die Intention für die Bewegung dorthin? Ist es ein, oh, hier ist Kacke, ich will hier weg, egal wohin? Oder ist es mehr ein, es zieht mich fast körperlich, so wie wir das hier bei dieser Figur sehen. Ja? Also die Sehnsucht ist so groß, dieses körperliche Ziehen, dass es wirklich ein Hinzu ist. Wo zieht es dich immer mehr hin? Fast wie ein Magnet, fast magisch, dass es kaum aufzuhalten ist. Und dem muss noch gar nicht klar sein, du musst es gar nicht in Worte fassen. Es geht mehr um dieses Wahrnehmen und Fühlen von, ja, und ich glaube, das haben wir letzte Woche auch für dich gehabt, oder? Oder war das ein anderes Sternzeichen? Dieses fast körperliche Bedürfnis, sich irgendwo hin zu bewegen. Körperlich, mit körperlich meine ich auch geistig. Also vielleicht ändert sich auch gerade dein Interessengebiet komplett. Du lernst gerade was Neues, du tauchst in neue Dinge ein. Wenn du was Neues lernen willst, am Sonntag Einführungsworkshop aufstellen, 26.09. mit Moor. Melde dich sehr gerne an, es gibt noch freie Plätze. Ja, aber dieses Sehnen für das, war das jetzt hier alles? Nee, ich kann mir das jetzt schönreden. Ist ja nicht schlimm, wo ich bin, aber es ist auch irgendwie, ja, so. Aber achte auf die Intention dahinter. Das ist so die Botschaft, die wir hier rausziehen wollen. Mal gucken, ob wir das noch ein bisschen klarer hinkriegen für dich. Ja, achte auf die Samenkörner, die du jetzt aussehst, haben wir hier nochmal als Botschaft mit dabei. Also diese Princess of Cups, die Prinzessin der Kelche, da geht es wirklich um dieses Hinschauen nach den Emotionen, die damit verbunden sind, mit dieser Sehnsucht. Wonach sehne ich mich denn wirklich? Was steckt wirklich hinter diesem Drang der Veränderung?
was ist es, was dahinter steht? Und wahrscheinlich hast du da sogar zwei oder drei Schichten, die dahinter stehen können. Und geh dem mal auf den Grund. Was verspreche ich mir, wenn ich Lebenssituation ABC ändere? Was verspreche ich mir von dem, was mich gerade interessiert? Und warum eigentlich? Und worum geht es da eigentlich wirklich? Und dann bist du schon drei Schichten tief gekommen. Ja, also da kann ich dir auch empfehlen, das vielleicht sogar mal schriftlich zu beantworten, weil auch bei dir, hatten wir ja, glaube ich, beim Wassermann auch jetzt gehabt, dieses, es ist was anderes, ob man es denkt oder ob man es aufgeschrieben hat. Ja, und die Waage ist ja eh sehr, sehr fein mit Worten. Die kann ja sehr gut mit Worten umgehen. Also mach das ruhig mal schriftlich für dich in deinem Journal. Was ist für dich gut in der neuen Woche, liebe Waage? Ich muss immer so grinsen, wenn diese Karte kommt, weil ich immer nicht weiß, wie ich die elegant umschifft ausgedrückt kriege. Sorge mal für orgastische Momente. Egal wie. Also eindeutig, was macht unsere Figur hier auf dem Bild? Sie sorgt selbst für ihre orgastischen Momente. Und obwohl diese Karte jetzt sehr eindeutig sexuell gemeint ist vom Erfinder der Karte und du dich sehr eingeladen fühlen kannst, dafür zu sorgen, dass es dir gut geht in der neuen Woche auf diesem Gebiet, würde ich das gerne noch erweitern in, guck mal auch, dass du irgendwas Tolles isst, wo du sagst, ist das toll, was Leckeres trinkst, gute Qualität von dem, wie du dich fütterst auf allen Ebenen, ob das Essen, Trinken ist, ob das geistiger Input ist, achte drauf, was du liest, was du dir anschaust im Fernsehen. Ist es das, was dir Pleasure, Vergnügen bereitet, oder sind es Sachen, die dich eher auf den Boden der Realität zurückbringen? Also lass krachen, Baby. Yay! So, für den Skorpion, was haben wir für dich in der neuen Woche? Ja, hier geht es Building Blocks und Angel of Love. Also ein bisschen fast wie wir es beim Wassermann auch hatten, mit der Flexibilität und der Erdung, mit dem Wurzelchakra. Building Blocks heißt auch für dich, achte auf gute Fundamente. Und in der Kombination mit Angel of Love scheint hier der Hinweis entweder partnerschaftlich oder selbstliebemäßig gemeint zu sein. Oder auch wenn du einen neuen Business-Zweig aufmachst, lass dich von der Liebe leiten. Ja? Achte darauf, dass dein Fundament aus Liebe entstanden ist. Was meine ich damit? Aus dir selbst heraus, aus deiner Überzeugung heraus. Also es gibt so viele tolle Selbsthilfebücher zu sämtlichen Lebensthemen, die alle recht haben aus der Sicht des Verfassers, aber da können auch Sachen drinstehen, wo du sagst, echt, so soll ich das machen? Nein, ich will es ja nicht. Und dann darauf zu achten, lässt das dein Herz höher schlagen? Habe ich mich hier angemalt? Tatsache. Schwarzer Punkt, angemalt. Lässt es dein Herz höher schlagen und kannst du sagen, genau darauf will ich mein Fundament aufbauen, partnerschaftlich, freundschaftlich, gesundheitlich, businessmäßig, neuer Businesszweig, was auch immer, ja. Oder mache ich es, weil jemand sagt, so und so hast du das zu tun. Was sicherlich nicht falsch ist, aber was einer wichtigen Zutat fehlt, nämlich deiner absoluten Liebesessenz-Zutat. Und das ist, finde ich, auch der große Unterschied, warum Omas Kuchen immer am besten schmeckt, weil bei Omas Kuchen ist einfach die Zutat der Liebe ganz essentiell, was einem klassischen Bäckerkuchen meistens fehlt. Und deswegen kann Oma genau das gleiche Rezept benutzen wie der Bäcker, der am Tag 1000 Torten produziert in seiner Großküche. Aber diese eine essentielle Zutat der Liebe, auf die gründet sich das allerbeste und stabilste Fundament. Und das solltest du bedenken bei allen strategischen Schritten, für die du dich in der neuen Woche entscheidest, lieber Skorpion. Entspricht es mir oder entspricht es dem Weg anderer? Das ist eigentlich auch eine Botschaft, die dich schon sehr lange begleitet. Also ich weiß gar nicht, ob alle Skorpione, die hier zuschauen, in letzter Zeit nur noch gähnen, wenn sie meine Videos schauen, weil sie sagen, sag mal, das sagt sie doch jedes Mal. Die Karten sind immer anders, aber irgendwie sagt sie das immer. Wird Zeit, lieber Skorpion. Und vielleicht ist auch nur noch ein Skorpion, der hier zuschaut, für den die Botschaft ist. Alle anderen sind schon weitergekrabbelt. Aber also für den einen Skorpion, der es immer noch nicht gemacht hat, vielleicht mal an der Zeit, so ein bisschen mehr dein eigenes Süppchen zu würzen und nicht in der Suppe der anderen rumzukochen. Und 7 der Kelche sagt auch nochmal, können wir jetzt mal?
Können wir jetzt mal in die Klarheit kommen? Können wir jetzt mal? Dankeschön. Also auch hier, ne, du siehst, sämtliche Lebensthemen sind hier abgebildet. Und du kannst keine falsche Wahl treffen. Die einzige Wahl, die falsch ist, ist, wenn es nicht deine ist. Wenn du dich für was entscheidest, was anderen Menschen entspricht, aber nicht dir und deinem eigenen Weg. So, dann gucken wir mal, was in der neuen Woche gut für dich ist. Ground yourself, erde dich. Erde dich. Auch hier Wurzelchakra-Verbindung, ähnlich wie beim Wassermann. Schau dir das Video mal mit an. Klick mal gleich, wenn du jetzt hier fertig bist, auf Wassermann, guck dir das mal an. Ja, guck mal, dass du meditierst aus Wurzelchakra, dich wirklich verbindest mit deinem Fundament. Es geht ja hier um dein Fundament. Du kannst das Haus nicht von oben bauen. Es wird von unten gebaut. Das Fundament findet zuerst statt. Achte auf dein Fundament. Hier die Botschaft für dich, lieber Skorpion. So, Prösterchen. So, Kräutertee. So, für unseren Schützen. Unser Schütze in der neuen Woche. Ah ja. To be fair und anxiety. Unser Schütze ist so ein bisschen, vielleicht nicht jeder Schütze. Guck mal. Also unser Schütze kann so ein bisschen in so eine Opferrolle abdriften und sagen, das war aber doof. Und weil du hast und überhaupt und bla. Und spannend finde ich, dass der Schütze eigentlich ein sehr faires Sternzeichen ist, aber hier sich irgendwie selbst verliert. Ich weiß nicht, welche Schleife du da gerade durchmachst, lieber Schütze. Wir gucken gleich nochmal in die Details in den Tarotkarten. Aber entweder fühlst du dich ungerecht behandelt, wahrscheinlich, aber Anxiety über Kopf. Eigentlich bist du gerade unfair und ungerecht. Bist aber so sehr in deiner Opferrolle drin, dass du es übersiehst, dass du sagst, nee, 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 Denise, du irrst dich. Die sind alle ganz kacke zu mir. Das war alles ganz anders geplant. Das war alles, nee, nee, nee. So ist nicht. Also laut Karten schon. Irgendwie bist du unfair und ungerecht. Irgendwas hast du übersehen. Und was dazu geführt hat, dass Dinge vielleicht unrund gelaufen sind oder in der neuen Woche noch unrund laufen werden. Und du sagst, die sind alle so doof. Aber du bist gerade irgendwie am Ungleichgewicht. Du bist gerade eben nicht mehr fair, sondern driftest gerade ab in so ein Drama-Queen, Drama-King-Sein, was gar nicht zu dir passt und was auch eher, ja, verwirrend ist. Ja, hast du es nochmal? Ja, hast du nochmal diese. Siehst du das? Die hat ja hier ihre Fairness-Waage, ihre Ausgleichswaage und hier hast du es nochmal. Irgendwas ist unrund. Und ich glaube, dass da ein Missverständnis vorliegt zwischen dem, was du gedacht hast, was vielleicht eine andere beteiligte Person gedacht hat und wie es dann in Wirklichkeit war. Aber ich glaube, dass du gerade ungerecht unterwegs bist. Und das kannst du jetzt toll finden oder nicht. Ich sage ja nur, was hier steht. Also guck mal, leg mal den Finger in die eigene Wunde. Irgendwo hast du irgendwas. Ich sage nicht, dass der andere nicht auch beteiligt war. Natürlich sind immer zwei beteiligt, wenn irgendwie sowas auftaucht. Aber du hast deinen Anteil und der ist zweimal die gleiche Karte genauso groß wie der Anteil der anderen Person oder der Situation auch. Ja. Schau da mal. Was tut dir in der neuen Woche gut, lieber Schütze? Suche nach Feen. Oh. Wo findet man Feen? In der Natur. Draußen, im Garten, im Wald, am Tümpel, am See. Suche nach Feen. Und wofür stehen Feen? Für Magie, für Zauber, für Licht. Also hol dir dein Licht zurück. Irgendwie, ja, also so lichtvoll sahen die Karten ja alle nicht aus für dich, aber das Licht ist ja da. Und guck mal, dass du es wiederfindest. Vielleicht siehst du auch Glühwürmchen. Jetzt haben wir ja so Spätsommer, Herbst. Vielleicht siehst du auch irgendwo ein paar Glühwürmchen. Halt mal die Augen offen, die dir wieder so ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Ja, du sagst so, okay, ja, okay. So schlimm war es ja auch nicht. Okay, was gelernt. Okay. Gut. Dann, last but not least, schauen wir beim Steinbock. Was haben wir für den Steinbock? Wir haben das Schicksal und Caring Connections beide über Kopf. Und irgendwie, ich deute das jetzt nicht partnerschaftlich, sondern ich gehe jetzt eher nach dem Untertitel Caring Connections, liebevolle Verbundenheit, fürsorgliche Verbundenheit. Ich habe das Gefühl, lieber Steinbock, du bist aus irgendeiner
Entweder Variante 1. Es ist oder war an der Zeit, sich aus einer Verbundenheit zu lösen, die schon lange nicht mehr caring war, schon lange nicht mehr dir zuträglich war. Und dass das Schicksal dir so viele Winkel mit dem Zaunfall geschickt hat, um zu sagen, können wir, also du hast doch neue Leute, können wir die alten jetzt mal aussortieren endgültig, dankeschön, wäre besser für dich, auch für die anderen Leute, also Variante 1, ja. Variante 2 hier ist, dass du offensichtlich dich gerade, wie gesagt, entweder oder vielleicht auch beides, dich so ein bisschen alleingelassen fühlst auf weiter Flur, vielleicht auch verloren fühlst und dabei übersiehst, dass du nur deine, also dass das Schicksal dir die richtigen Leute schon geschickt hast, du nutzt sie aber nicht. Du machst das mit dir alleine aus oder du erzählst es den falschen Leuten, die dir da nicht helfen. Du wirst es los zwar bei diesen Menschen, aber du kriegst keine Lösungsansätze und das ist doch die Einladung ist, dich wieder mehr auf deinen Stamm, deinen Tribe, deine Zusammenhaltsgruppe zu beziehen, die dich unterstützen kann bei den Gedankengängen, die dir so durch den Kopf gehen, bei dem, was dich gerade beschäftigt. Und dass du es einfach gerade nicht so nutzt, wie du es nutzen könntest. Und dass du eigentlich den perfekten Rückhalt hast und nur feiern könntest, solltest, dürftest, wenn du diesen perfekten Rückhalt doch nutzen würdest. Und spannend finde ich hier die Sterne und hier die Stäbe eben mit diesem Rückhalt. Die Leute sind doch da. Du hast das Fundament im Hintergrund. Du hast die Unterstützung im Hintergrund. Die sind alle, die wohlgesonnenen Menschen sind an deiner Seite. Und die falschen hast du eh aussortiert. Aber nutzen müsstest du sie auch noch. Was tut dir gut in der neuen Woche? Auch mal Zeit für dich zu haben, reflektieren. Vielleicht auch das, was die Leute in der Verbundenheit dir gesagt haben, darauf zu reflektieren und nicht immer gleich alles so abbügeln. Ja, in dich gehen, dich erden, was macht sie hier am Wasser? Machten sie doch. Balancieren, in deine Balance zurückkommen. Ja, in deine Balance zurückkommen. Und eine gute Kombi zu haben, ich ziehe dir mal noch eine aus Alone Time und aber eben auch nutze die Verbindung, die du da hast. Take a walk, ja auch nochmal, ja, Natur. Auf jeden Fall Natur, Reflexion, Zeit für dich, deine Wahrheit finden, eintauchen in dir selbst. Ne? Und wie gesagt, bei Fragen, nutze die Leute aus deiner Umgebung, die richtigen. Und ansonsten lass die Antworten durch dich durchfließen, ohne sie gleich. Ne, blöde Idee. Ne, abzukanzeln. Kann der Steinbock ja auch immer ganz gerne. Ne? Okay. Das war's wieder mit den Sternzeichen-Quickies für diese Woche vom 20. bis 26.09. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig, wenn du mich auch wie immer unterstützt, indem du das Video mit einem Daumen hoch bewertest, in den Kommentaren mich mal wissen lässt, resoniert es, wie läuft die Woche, wie ist es, schalt morgen Abend, Montag 19 Uhr auf Facebook in den Mondblumen-Talk mit Sarah ein. Wir sprechen über Vollmond in Fische. Und sicherlich plaudern wir auch schon mal so ein bisschen über Merkur rückläufig. Und wenn du Lust hast, am 26. am kommenden Sonntag mein Aufstellungsworkshop Einführung ins systemische Aufstellen für Familien- und Business-Aufstellungen, fühl dich herzlich eingeladen, dabei zu sein und mal einen Tag lang in diese neue Methode reinzuschnuppern. Und genau, alle Links hier unten drunter. Abonniere meinen Kanal, wenn du es nicht schon getan hast. Teile das Video mit deinen Freunden, die Interesse haben an Sternzeichen, an Horoskopen. Freue ich mich riesig, wenn du mir hilfst, hier auch meine Reichweite weiter auszubauen. Und dann wünsche ich uns allen eine traumhaft schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Deine Denise, die Lifestyle-Architektin, Medium für spirituelle Business-Rockstars.